In unserem alltäglichen Leben nutzen wir vorwiegend fossile Brennstoffe, um Wärme zu erzeugen. Warum nutzen wir nicht bestehende Wärmequellen? Eine von vielen Wärmequellen finden wir in der Industrie. In industriellen Prozessen wird viel Wärme erzeugt, welche heute an die Umgebung abgegeben wird. Die sogenannte Abwärme. Energie 360 Grad macht diese nutzbar. Die Abwärme gelangt durch ein Rohrleitungssystem in eine Energiezentrale. Dabei dient Wasser als Energieträger. In der Zentrale wird die Abwärme in den Kreislauf einer Wärmepumpe übertragen. Das zurückfließende abgekühlte Wasser kann für Industrieprozesse wiederverwertet werden. Die Abwärme lässt eine Flüssigkeit in der Wärmepumpe verdampfen. Ein mit Ökostrom betriebener Verdichter komprimiert den Dampf, wodurch die Temperatur weiter ansteigt. Der notwendige Energieaufwand ist gering, da die Abwärme bereits ein hohes Temperaturniveau hat. Im zweiten Teil der Wärmepumpe verflüssigt sich der Dampf und die gewonnene Wärme wird einem Fernwärmenetz abgegeben. Dieses führt zu den angeschlossenen Liegenschaften in der näheren Umgebung. In den Gebäuden werden Heizkessel, Öltank und Kamin nicht länger benötigt. Stattdessen übergibt ein Kompaktwärmetauscher die Fernwärme an die Hausverteilung. Die Leitungen im Haus bleiben bestehen und versorgen das Gebäude weiterhin mit Heizwärme und Warmwasser. Das abgekühlte Wasser fließt in die Zentrale zurück und schließt den Kreislauf. Dank diesem System helfen sie dem Klima, sparen Unterhaltskosten, gewinnen mehr Platz und profitieren von stabilen Preisen. Erfahren Sie mehr und werden Sie jetzt Teil der nachhaltigen Energiezukunft.